Ja, moin Leute und herzlich willkommen zum 201. Vlog. Ja, wir haben mittlerweile die 201 geknackt. Das ist ja fast schon Jubiläum wird, könnten wir so. Sind ein Haufen Videos schon gekommen von mir. Lange, lange Zeit, ein ganzer Haufen. Und ja, jetzt sind wir bei der 201 auch gekommen und ich denke mir so, eigentlich könnte man mal auf dem Kanal was ändern, weil, so wie es jetzt aktuell ist, gefällt es mir eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mir die ersten Videos einmal angeschaut, die ich gemacht habe, und jetzt so die letzten Videos, also die Qualität ist natürlich deutlich besser geworden. Aber was mich unheimlich aufregt, in den ersten Videos habe ich durchaus noch mit Dialekt geredet gehabt, und in den letzten Videos oft einmal vorgekommen, da habe ich dann bloß noch ja, einen Haufen Hochdeutsch mit reingehaut. Das ist eigentlich ein wenig schuld. Ich habe den Kulmbacher Dialekt normalerweise. Wir sind ja da aus Kulmbach. Und der gehört eigentlich irgendwie dazu. Und ich habe mir gedacht, das könnte man eigentlich wieder mit einbauen. Ja, deswegen würde ich sagen, ich probiere mal, ob ich das wieder hinkriege. Ob dem Video wieder mit Dialekt. Ja, aber wenn jetzt mancher vielleicht dann schmunzeln und so, ja, was ist denn das Bitchel für ein Dialekt? Er ist da fast nichts davor. Aber der Kulmbacher Dialekt, der ist schon. Der ist schon da. Und was ich immer lustig finde, ohne einen Dialekt, den verstehen manche überhaupt nicht. Also ich weiß, ich war bei einem Bekannten in Holzminden drum. Und der hat gesagt, dreh mal ein wenig langsamer, ich verstehe ja kein Wort. Ja, aber ich habe ihn wunderbar verstanden. Ich verstehe einigermaßen das Plattdeutsch und ja, Schweizerdeutsch oder das kriegst du auch ganz gut gebacken, wo ich eigentlich kein Problem damit. Ja, ich habe mir jedenfalls gedacht, ich schaue mal, dass ich wieder ein wenig Dialekt mit reinbringe. So anlässlich der über 200 Vlogs jetzt da mittlerweile, können wir das ja mal machen. So viele Videos schon, Wahnsinn. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für alle, die immer dabei sind und die immer mitschauen. Und ja, wer sich jetzt gerade wundert, wo wir eigentlich sind. Ich habe den Boden das letzte Mal im letzten Video mitgezeigt. Da hat es ausgeschaut wie Sau da rum. Ja, ausschaut wie Sau tut es immer noch. Das will ich gar nicht länger. Das ist der Getrauboden. Ja, ich habe die ganzen alten Spitzen einmal weg. Und habe schon mal angefangen, den sauber zu machen. Also da hüben seht ihr, so war es vorher. Da hängt ja der ganze Dreck noch, die Seiten habe ich nämlich noch nicht. Und die Seiten, die ich gestern gemacht, ja, ich denke, das kann sich sehen lassen. Das ist doch schon ein himmelweiter Unterschied, wenn du dann immer die Spinnerweben ins Gesicht hängen hast. Wenn du wieder einigermaßen laufen kannst. Dann ist das schon deutlich schöner. Ich bin mit dem Staubsauger da oben, wie ihr seht. Also da liegt der Kopf vom Staubsauger, das Oberteil. Kabeltrommel draufgelegt. Ja, und ich mache mal da oben alles gründlich sauber, weil das passt mir einfach überhaupt nicht so, wie es jetzt ist. Der ganze Dreck, der ganze Scheiß da. Alles einmal rausrammen. Da ist noch ein Bauschutt. Wir haben ja da ein Photovoltaikanlage auf dem Dach drauf. Ihr seht da den Metallhalter. Und das sind Halter durch die Photovoltaikum aufs Dach aufgeschraubt. Ja. Und da ist damals ein paar Ziegeln kaputt gegangen. Und das ist der Bauschutt davor. Ja, die Anlage haben jetzt doch schon ein paar Jahre da rum. Aber ja, mei, hat keiner weggerammt. War nicht nötig, weil da rum eh keiner war. Ich habe jetzt einmal angefangen, ich habe jetzt einmal den ganzen Scheiß mit weg. Das Sieb habe ich da rum noch gefunden, das muss ich noch sauber machen. Und ja. Da war noch ein Blech zum Einlassen von der Kanne, wenn es darauf bläst. Das sind ja die Rohre, die Einblasrohre. Da kann ich ja quasi die Rundung, die jetzt da vorne ist, die kann ich da drauf stecken, dann blase ich es in das Eck. Oder ich drehe das Ganze rum und blase es in das Eck. Oder ja, wie es jetzt da vorne ist, du bläst es da vorne noch oder bläst es dann noch rüber. Und der Bereich da dann Rohre, wo noch Licht. Das sind alles die Rohre, die außen rausgehören. Außen, die Rohre gehen ja durchs Dach hinaus. Und außen dann kannst du anstecken und unten das Gebläse aufstellen. Und die gehören dann quasi noch da draußen.
Ja, wegschmeißen tue ich es auch nicht. Weil es kann durchaus sein, wenn ich einmal ein Big Bag oder was kriege, dann muss das ja irgendwie da rauf. Das geht rau. Das Big Bag kriege ich da dann irgendwo rein. Aber wir haben mal getragen gebläst, dann war das aufgestellt, dann war es halt drauf geblasen und dann muss ich es halt oben einfassen. Ist auch doppelte Arbeit, aber pff, im Grunde genommen ist es wurscht. Es funktioniert auch. Ja, ich habe auf jeden Fall da angefangen sauber zu machen. Die Seiten nicht im Sicht mehr, also es wäre richtig schön sauber. Naja, richtig schön. Bohrspinnen habe ich natürlich noch. Alles kriegst du dann ganz hundertprozentig weg. Oder ich bin nicht so ganz so friemelig dann. Ja, Bekannte von mir, weil der macht seinen ganzen Stadl immer. Geht immer mit Staubsauger durch seinen Heilbuden drum. Und da ist aber dann wirklich tipptopp sauber. Da findest du keine Spinner wie und kein Träger und nichts. Da ist der Boden immer blitzeblank. Ja, so ganz sauber wird es da oben natürlich nie werden. Muss es auch gar nicht. Habe ich auch gar nicht vor, aber dass man halt einfach mal laufen kann und dass der größte Scheiße wenn raus ist. Weil das ist, so wie es jetzt ist, ist es nicht schön. Da hängen die Spinnerweben dazwischen und hin an der Windsicht mehr, wo es so richtig dunkel ist, das sind alles so brauner, verstappter Spinnerweben. Das soll alles einmal raus, alles weg. Ich halt noch weitermachen. Und die Hoffnung ist dann, dass das Ganze auch dahin einmal wieder richtig schön sauber ist. Dann meine Fässer darauf stellen, weil dann kann ich da oben Haubern reinstellen, Gerschen reinstellen und Was reinstellen. Und komme es dann entweder mit dieser großen A-Methode, dass ich es mir immer zusammenwiege oder zusammenschmeiße, verschaufeln und da vorne dann rein in die Schrotmühle. Oder ich kann es auch, da hinten ist die Schaufel mit Rädler, wo ich gesagt habe, ich kann es auch mit der dann einfassen. Also das ist ja eigentlich, also entweder ist ein Eigenbau oder die gab es tatsächlich so zu kaufen, ich weiß gar nicht. Das ist eine Schaufel mit Rädern. Das ist normal, wenn du daheim arbeiten tust und du lachst das da los, dann kannst du das direkt da reinfahren oder da reinfahren. Das da das sind die kleinen Punkte fürs Getreide, wo du den Sack abfüllen willst. Und drunter steht ja auch die hoch. Die ich gestern auch schon sauber gemacht. Da ist einfach bloß ein Blech drin, ein Schieber. Und dann, wenn du aufziehst, dann ist genau in der Mitte drin ein Loch, dann läuft das Getreide nach unten raus. Haben wir zwei Stück, an da, an da. Die haben wir sauber ausgeputzt, dass das auch ein wenig ein Ort hat. Ja, und das kannst du dann quasi mit der Schaufelschubkante oder befüllen. Und dasselbe Spielchen hat man ja daheim. Das ist das Oberteil von dem Trichter, wo ich gesagt habe, was in die Schrotmühlen einläuft. Da ist ein Gitter, das wird normal noch runtergeklappt. Das ist dafür da, dass du quasi keinen groben Dreck mit reinbringst, wenn du jetzt Säcke oder was reinschützt und dass der die nicht mit reinrutschen. Dann hast du quasi das Gitter noch drüber und dann Deckel zum Zumachen, dass keiner reinfällt. Weil wenn du die Treppen raufläufst und läufst du da so rein, dann kannst du sagen, dass da oder dann reinfallen die, deswegen ist ein Deckel auch dabei. Die war auch gründlich sauber gemacht, ihr seht schon, da ist immer noch ein so Spinnerwebenzeug drin, das soll gut raus. Dann ist die andere blitzeblank. So. Da hüben die Fensterscheiben, die ist kaputt. Da muss ich mal mein Vorderohr hauen, der weiß, wie man sowas noch repariert. Also müssten nochmal die Holzleistler, die nachher sind, die müssen raus. Und dann kann noch ja Scheiben rein, die will ich auch machen, weil das gefällt mir nämlich auch nicht, dass die kaputt ist. Das wollen wir als Kinder mal. Die ist jetzt bestimmt schon seit, keine Ahnung, ewigen Zeiten kaputt. Aber da habe ich gesagt, die will ich auch wieder neu holen. Mal schauen, ob ich noch ein passender Scheiben rumliegen habe. Dann war das getauscht und dann war das auch wieder schick, dass der Oma mal wieder alles ein wenig seine Ordnung hat. Ja, den Sattel vom Gandhi und das Zaumzeug habe ich auch wieder raufgerammt. Der Oma hat zwar eigentlich auch nichts verloren, aber das ist weniger im Weg wie auf der Latte. Ich habe es jetzt da hinten aufgehängt und das Zaumzeug da noch angehängt. Dann habe ich da ein wenig Platz. Optimal. Da kommen nämlich da die Treppen schön rauflaufen. Das war dann auch schön sauber gemacht und das Kabel gedönst da, das kommt noch weg. Und dann haben wir wieder Ordnung. Tja, wie gesagt, da hinten müssen wir noch sauber machen, wo ich jetzt stehe. Da sind noch Spinnerweben. Das sind halt so richtig alter brauner Dinge. Eingestappt wie Sau.
Ich bin auch aus da jetzt im Moment kein Auto. Also ich bin zwar jetzt kein Mensch, der jetzt riesig panische Angst oder was vor Spinnen hat, aber im Gesicht muss ich es auch nicht krabbeln haben. Da kann ich gerne drauf verzichten, vor allem die großen Viecher, die wo da oben rumkrabbeln. Aber im Moment, wie gesagt, sind sie auch gar nicht da. Und wenn das sauber ist, dann weiß man auch, wo man anläuft. Dann sieht man wieder was. Ja, der Baustelle, ich habe gesagt, Photovoltaikanlage und Carportbau haben wir hier gehabt. Die Eisen, die wo da an der Wand sind, hat es früher nicht gegeben. Das war alles einmal schön verputzt. Jetzt stehen da so Eisen dran. Das ist ganz einfach. Die Balken außen vom Carport, die quer übergehen, die sind da damit fixiert. Da sitzen außen Balkenschuhe dran. Seht ihr schon, sind einiger. Ja. So schaut es halt aus. Und da davor kommt der ganze Bauschutt, der wo da hinten rumliegt. Das kommt auch noch mit raus. Die Bretter, die sind eigentlich, oder die Polen, wenn du Getrauch um raufbläst, dass du das ein wenig abteilen kannst. Die kannst du reinklemmern dann zwischen die Balken. Und kannst dann quasi Abteil hinten für Weizen, Abteil in der Mitte für Gerschen, Abteil vorne für Haben oder sonst was, was du halt hast, könntest du nutzen. Aber wie gesagt, da davor will ich weg. Das ist scheiße. Da gehen halt bloß die Ratzen und die Mäuse noch. Und auf sowas habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust. Deswegen, da kann man dann ein paar schöne Ringdonner oder Mülldonner oder was auch immer mit drauf. Die kann ich dann da oben bei Bedarf füllen. Kann er dann mit der Gegend zumachen. Da kommt nichts rein. Was natürlich optimal ist fürs Futtergetrag. Und bei Bedarf, wenn ich jetzt Mülldonner zum Beispiel nehme, kann ich die Satze gerade oben ein wenig verschieben. Leichter verschieben als wie jetzt ein Ringdonner, wenn es voll ist. Und so mal schauen. Wie gesagt, das ergibt sich dann. Auf jeden Fall alles in Fässer lochen. Nichts mehr ist so einfach lose rauf. Lose rauf dann wirklich bloß noch bloß, wenn ich Getrag rieche. Dann habe ich es gleich dort, wo ich es brauche. Und dann muss ich es halt oben wieder in Fässer einfassen oder so ähnlich. Das sehe ich. Weil wenn das sauber ist und das Getrag von unten dann oben ist, die Fässer, die unten stehen, dann habe ich natürlich auch vor, zu schauen, dass ich von meinem Bekannten eventuell noch ein Gaschen herkriege. Und dann mache ich eine Mischung aus, ja, ich denke mal 50% Weizen, 25% Gerschen und 25% Haben. Und da habe ich dann ein schönes Futter für meine Viecher das ganze Jahr über. Ja. habe ich ein ganzes Futter für das ganze Jahr über und Haben gibt es ja sowieso dann in den Jahren. Wir bauen ja ein Ohr. Und da mache ich dann einen schönen Dahl mit auf ihm. Ist für die Viecher optimal. Kann ich schön zufüttern. Was will man dann auch mehr? Ja, wie gesagt, da muss ich sauber machen und dann passt es. Da, wie gesagt, geht das Rohr aus. Sieht man ja. Und da waren die Rundungen, die waren außen nachgehängt. Und das drum da oder? Das ist für den Kipper hinten rein, das steckst hinten rein Kipper, wo der Schieber drauf ist. Und dann läuft es quasi durch das Rohr schön in das Gebläse rein. Oder halt dann die Varianten, wenn ich ein Big Bag habe, dann direkt mit dem Big Bag rein. Ja, das wird sich zeigen. Wie gesagt, ich mache da heute noch mich sauber. Vielleicht war ich fertig. Und dann schaut es da oben auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Und dann haben wir nicht mehr ganz so viel Dreck. Ja, das ist zumindest die Hoffnung. Ob das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, werden wir sehen. Aber Hauptsache, wir haben dann einen schönen sauberen Platz zum Lochen. Ja, und wenn wir schon da oben sind, ich habe beim letzten Mal ja schon gezeigt, die Kurbelwellen von Krame. Das kann ich dir nochmal zeigen. Die dienen ja wie gesagt als Gegengewicht für die Klappen. Wenn ich jetzt da das Seil hochziehe, dann halte ich die Klappen zu. Zack. Dann habe ich da eben ehrlich einen Boden. Die ist so massiv, da kannst du dich auch draufstellen, wenn du da willst. Ist auch kein Problem. Die liegt dann außen in einem Rahmen auf. Mache ich jetzt aber nicht, weil da zwickt nämlich mal Kabel drin, sonst ist das Kabel kaputt. Das macht dann ein wenig an. Boom, nein, das machen wir lieber nicht. Ja, und die Kurbelwellen von Krame jetzt um bei Licht noch einmal. Die gehört eigentlich nein, F2L712 vom KL300. Ja, so hat es halt oder auf der anderen Seite auch mal ausgeschaut. Und so schaut sie halt jetzt aus, ne? Oder so hat sie ausgeschaut, nachdem sie abgebrochen ist. Weil manche Leute es einfach nicht glauben können. Die ist sauber nach Hause weggebrochen. Tja.
Scheiße. Und damals ist ja schon vermutet worden, wahrscheinlich Gussfehler beim ersten Mal. Man sieht ja da so ein Gusslunge. Aber beim zweiten Mal haben sie dann gesagt, lieber den Mistreihen nicht mehr nachhängen. Ja, der hat zu viel Kraftbedarf. Das funktioniert mit dem Kramer nicht. Ich kann mir die Kramer aller Arbeiten machen, die wo die Grusen auch kennen. Bis aufs Grubbeln vielleicht, weil die Grube zu schwer ist oder für meinen Kultivator. Aber sonst kann ich alle Arbeiten mit den Kramer machen. Bis aufs Mistreier. Das funktioniert mit dem Kramer leider nicht. Naja. Wenn wir es war's. Ja, und wie gesagt, ich kann die Klappen da oben zumachen. Wenn man ans Fenster dann über will, dann lässt man sie einfach runter und wenn man wieder raus will. Dann kann man sie einfach wieder aufziehen. Ich wollte es bloß auf der falschen Seite, normal geht es einfacher. Aber wenn man gleich einen Balken zieht, ist das scheiße. Ja, dann kann man wieder runter, wenn man will. Ist natürlich auch schön, ich kann das Ganze dann einfach zuklappen, wenn ich da oben fertig bin. Und hab da unten dann immer schöner, sauberer, ebener Flächen. Und wie gesagt, für die Ratzen und Mäuse gibt es dann da oben auch nichts mehr zu holen, weil wenn das alles im Fässer mit Deckel ist, dann gibt es nichts mehr. Dann ist Schluss, aus, vorbei. Tja, einen Lichtschalter haben wir ja auch da oben. Es gibt da Licht. Und so einen schönen alten Bagelitschalter. Zack. Der schaltet dann da hinten die explosionsgeschützte Lampen ein. Ein Oschi von Lambda. Ein bisschen Licht macht es, sag ich mal. Wunderbar, wie hell wird es nicht, aber wenn man sieht was, wenn es draußen dunkel ist. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Gut, ich denke, wenn ich da fertig bin, dann zeige ich das Ganze noch einmal. Und in Zukunft werden wir dann wahrscheinlich auch öfters einmal da oben sehen. Weil, wenn ich dann das gerade rumlache und öfter einmal schruten tue, dann werden wir durchaus einmal alle ein paar Wochen da rumstehen und werden eine Menge Gedreh in die Schrutmühlen einfassen und werden was durchschruten. Ja, das ist wie gesagt da oben ja eigentlich immer so ein Raum für einen Freund Modelleiche. Der ist bestimmt begeistert, wenn er das sieht. Das ist halt so ein Funktionsgebäude von früher, wie sie halt gebaut worden sind. Gedrehlache. Mit verschiedenen Möglichkeiten. Ja, alt und bewährt, ich meine, wunderbar, wie warm wird es da oben jetzt natürlich im Winter nicht. Gefrieren tut es aber auch nicht, durch das, dass der Stoll ja drunter ist, haben wir immer ein bisschen Wärme von unten. Und wenn das Fenster gut zu ist, dann ist da oben eigentlich auch wieder relativ gemütlich. Zum Arbeiten passt es auf jeden Fall. Ja. Und ich denke, wenn es dann sauber ist, wie auf der Seite, dass die Holzkonstruktion, wird zu sehen, wenn nicht alles mit Spinnerweben über und übersät ist, dann schaut die Sache auf jeden Fall deutlich besser aus. So, jetzt habe ich einen Haufen gelabert, habe ich einen Haufen gezeigt. Wie gesagt, ich mache da noch einmal sauber und dann schauen wir mal weiter. Ja, Montagabend mittlerweile. Ich habe jetzt gerade aufgespart bei meinen Hühner und bei den Schweinehunden. Vorhin vor der Arbeit haben gekommen. Ui, da ist mir schwer. Und ja, wir versorgen die jetzt. Na komm, rein mit euch. Na los. Doch, du gehst da rein. Wenn mir die Hände voll hat, ist das schlecht. Grüß Gott. So, dann machst du mal ein Licht. Und dann machen wir gleich aus. Aubergine. Du bist fett genug, du brauchst dich nicht immer vorne anstellen. Die Oma mit da was ab. Oh, so leise. Das nehmen wir alles für sich, die Anstellung. Eine schöne Ladung Gemüse. Ja, da, nix da. Dabei. Husch. Abflug. Komm. Freilicht. Aha.
Sehr schön. Oh, sehr dünnschalig, so wie es ausschaut. Oh ja. Sehr, sehr dünnschalig. Das brauche ich gar nicht mit aufnehmen. Schade. Oma! Das Ei, das hat gar keine Struktur, ne? Da fehlt Kalk. Oma? Wer ist schon wieder im Weg? Abflug! Ihr habt heute schon dreimal Futter gehabt. Und heute früh zum Schrot. Jetzt gibt es bloß noch ein bisschen Lahn Was, dass ihr euch da hinten bringt. So. Na komm. So. Da. Da Beschäftigung. Gut. Soll ja nicht viel sagen, die haben nämlich auch Schrot gehabt heute früh. Mache ich im Moment regelmäßig mit Schrot. Kundel, was ist? Da unten spielt die Musik, nicht da oben. Hup. Huch, flugunfähiges Hühnchen. So, die können auch da ein wenig picken. Ich habe es absichtlich auf dem Boden. Dann können sie es ein wenig suchen und auf dem Betonboden nutzen sich die Schnäbel im Moment ein wenig besser ab. Sommer streue ich gerne mal draußen ins Gehege. Und so normalerweise früh stelle ich ihnen eine Schüssel mit rein. Da tue ich ein wenig Schrot mit rein, was für die Schweine dann quasi über wäre. Ja, und dann haben die eigentlich ihre Ration und dann gibt es ja Salat, Grünzeug. Muss er sich genug holen. Ei, 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 jetzt geht's da spazieren. Nein, 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 nein. Was? Nein. Oma, nein. Jetzt muss ich dir wieder einfangen, wie das letzte Mal. Rückwärts. Rückwärts. Mach freilich rückwärts. Machen wir gleich die Tür zu. Ja, sonst gehst du wieder fort. Magst du wieder Blödsinn? Was? Ja, da ist zu. Komm, Oma. Nur lauter Strom mit dem Wasser. Oma. Ja, der da beansprucht immer alles für sich. Mann, Ferkelchen, du bist fett genug. Alles muss ich mit dir gehen. Nee, nee, nee. Na und du? Ja, jetzt können wir zumachen. Also soweit hat sie sich gut eingelebt. Das klappt wunderbar hier unten. Ich habe am Anfang gedacht, das wird stressiger und problematischer, aber es funktioniert wunderbar mittlerweile. Die hat sich mit dem arrangiert und hat nochmal gezeigt, wo der Hammer hängt. Klar, er verdrückt es jetzt dann immer vom Futter noch ein wenig, aber im Großen und Ganzen. Sie war sich zu helfen, gell, Mädchen? Der Feine, gell? So. Jo, da haben die auch ihr Abendessen. Das passt soweit. Wie gesagt, da ist im letzten Video auch geschrieben worden, ich soll es ja doch noch Möglichkeit für Nanne da, wenn der so ja, geil auf sein ist. Ich habe es ja schon geschrieben. Unter den Kommentar im Moment, die haben sich richtig gut zusammengerauft. Die kommen miteinander richtig gut klar. Sieht man ja nachts kuscheln sie auch zusammen. Ich sag, eher sind wir noch ein wenig futtergeil. Das ist eine blöde Angewohnheit von den Kerl. Und ja, du tust das Futter in den ganzen Trog da verteilen. Sie steht da hüben, er steht da drüben. Verteilst von der hüben rüberwärts. Sie geht da hier frisst dann. Dann muss er von da drüben da rüber, muss auch da verdrängen. Sie geht außenrum, geht dort noch, dann verdrängt er es auch wieder dort. Der Mann, der mir das gehört, alles ihm. Der alte Schlawine da. Der Mann, der mir alles, was da an Futter reinkommt, gehört ihm. Deswegen spare ich noch früh zum Schrotfutter nicht mehr aus. Weil dann kriegt er nämlich kein Schrot. Oh, die arme Sau. Macht nichts. Da kann der draußen bleiben. Sie kriegt das Schrot. Sie braucht es jetzt nötig und er kriegt draußen ein wenig Gemüse und gut ist die Sache. Ja,
würde sowieso dann nicht mehr so lange gehen, dann war ich da drin. Voraussichtlich so, also am 3.11. ist er zusammengekommen damals mit dem Bentheimer Eber. Und er hat gemahnt, der Ben frühestens am 3. Tochter noch, dass er vor dem dann gedeckt worden ist. Ja, das wäre quasi rein rechnerisch dann irgendwann die Zeit zwischen 27. bis zum 2. oder 3. So rein rechnerisch. Also Sau trägt ja 3 Monate, 3 Wochen und 3 Tage. So eine grobe Richtlinie. Und dann schauen wir halt einfach einmal. Ja, werden wir sehen. Also ich denke mal so auf nächster Woche um den 24. rum, weil ich sie dann in Einzelhaft quasi sperren. Da werde ich die Oma dann in die Hinterradbox stecken. Dieser Bisserlapp ist ja windgeschützt. Weil die Tür ist da vorne. Da hinten ist ein Bisserlapp ist ja windgeschützt. Die Wärmelampen, die jetzt da aktuell hängt, die habe ich im Schmuddi eigentlich gekauft. Kommt dann auch miteinander. Und ja, Verlängerungskabel dazu oder so ähnlich, das müssen wir mal schauen. Ja, und dann kommt die mit den Feigerlampen hinten rein. Ja, du möchtest jetzt nochmal raus, aber es geht jetzt nicht mehr. Nö. Die wollte glaube ich nochmal eine Runde machen, aber naja. Bin ich so gemein und spaße einfach ein. Na, aber jetzt nicht mehr sagen, ich will dann jetzt dort dicht machen. Es geht schon wieder auf Viertel 6 dazu, die Zeit rennt nicht mehr wie Sau. Hilft ja nichts. So, ich wünsche euch was. Gutes Nächtle. So, dann können wir die hinten fressen. Alles gut. So, machen wir zu. Riegel rein, dass die Tür zu ist. Dass nicht so zieht. Das wird für Mofa Rogge. Eieiei. So was. Ja, jetzt sind wir unten fertig. In der nächsten Weg, der führt mich dann in der zu der Emma, zu der Adele, zum Gandhi, zum Jürgen und zum Maggie. Also quasi in meinen buntgemischten Stall. Ja, schauen wir mal, vorhin wie ich heimgekommen bin, war die Adele auf jeden Fall draußen gestanden. Auf der Koppel und hat Gras gefressen. Es ist scheinbar auf jeden Fall noch Gras zu holen da. Was ist denn das für ein Fichtenmobbelt? Naja. Ja, auf jeden Fall, da gehen wir hinunter und der Schrot werde ich auch gleich auffüllen. Und da werden wir uns dann gleich wieder sehen. So, sind wir hinten im Stall. Ja. Meine vier Tote, die stehen ja schon rum. Und die Adele steht da hinten auf der Koppel. Ja, irgendwie sind die Tote eher ein wenig suspekt. Da traut es auch nicht ganz. Ich habe den Biomüll gerade noch mit drin. Da. Und da habe ich ein wenig einen Armeller. Mit feiner Sachen für die. Und da ist meine Arme, wo ich die Schrotlein rein. Ja, ein, zwei Büscherl Hai darf ich heute auch noch raufholen. Am Wochenende war die Kippe noch beladen mit Holz. Dann haben sie dann abgehört. Jetzt ist schon wieder Laub drauf. Und heute drängt es, da habe ich keine Lust mehr zum Raufholen. Und umher mache ich heute auch nicht weiter. Lohnt sich nicht zum Anfangen. Aber macht ja nichts. Ja, schauen wir mal, ob es auch was macht. Adele? Adele? Na, da kommt's doch. Da haben wir Schauer. Das sind ja schon wieder diese anderen. Ach, immer diese anderen. Er ist auch noch immer skeptisch. Na ja, was ist? Ja. Du musst da halt auch was nehmen. Ich hab doch schon irgendwas Knie bekaut.
Jockel! Verfressener Gas! Lass uns das nicht wieder nehmen, no, Adele! Ja! Wollen wir nichts machen. Die arme kleine Muku. Ja, mei. Da muss er durch. Die muss ich schon arrangieren. Ich kann ja nicht helfen und ich kann ja den ganzen Tag dabei stehen bleiben und gucken, ob es jetzt rein geht oder nicht. Ja, ich mache jetzt einmal schnell in einen Stall fertig. Dann füllen wir noch das Schrot auf und. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich es auffülle, dann zeige ich dir gleich, wie ich das zusammenmische. So, da sind wir fertig im Stall. Ich habe jetzt schnell eine Menge Hai raufgefüllt. Fünf Ballen, schnell mit der Robe. Ja, die Kippe ist wie gesagt schon wieder mit Laub belegt. Und das bis zum Wochenende nochmal lang da stammen. Einmal ein wenig was rauf. Mal gucken, ob es langt. Weil im Moment brauche ich anderthalb Ballen, also war es nicht ganz lange, aber es ist ja wurscht. Es rennt draußen, deswegen wollte ich jetzt auch nicht noch mehr und hier und her fahren. Und ich hätte den Stall erst ausräumen müssen und ich sehe gesagt, Glocken leiden schon wieder. Ja, ich habe ein Heu rauf. Da ist ein ganzer Ballen drin in den Heunetz. Das haben sie jetzt auch fleißig angenommen und da in der Raufe, das ist noch einmal der halbe. Beziehungsweise das ist die Hälfte vom halben könnte man sagen, weil die andere Hälfte liegt da draußen. Ich habe mal da draußen was her. Falls mir überhaupt was sieht, die Adele steht da auf der Koppel, der Gandhi frisst jetzt natürlich da. Adele! Die sieht zwar das Hai da, aber die traut sich nicht her. Ja. Und immer, wie gesagt, die konkave Spruch vor die Gasen. Und scheinbar ist das ziemlich ähnlich wie die vor die Kühe. Ja, jetzt hat der Adele quasi gezeigt, wo der Hammer hängt und wer oder der Chef ist auf dem ganzen, auf der ganzen Fläche da hinten. Naja, ist halt kein dummer Esel, ne? Da steht er und mampft. Und im Hintergrund Mut. Ja, wie gesagt, also das ist auf jeden Fall ein Erbe, da kommt auf jeden Fall noch ein zweiter dazu. Wann es soweit sein wird, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, nähere Zukunft. Ich will, wie gesagt, auch keine Unsummen ausgeben, das ist auch immer sicher. Also, aha, da ist der Herr. Grüß Gott. Den muss ich überstiften. Ja, ich will keine Unsummen ausgeben, also keine 1200 Euro für eine Kuh. Definitiv nicht, das ist mir zu viel. Schauen wir halt einmal. Naja. Irgendwo wird sich schon was finden. Wie gesagt, wenn noch einer dazu kommt, definitiv ein Ruder. Mit Ruder vorfahren, mit heller Nasen, mit Hörner. Ob Ferse oder Kuh, das ist mir eigentlich wurscht. Komm! Komm! Willi! Aber Rut soll es auch sein, weil irgendwie das Schwarz. Das ist mir zu einfach. Das gefällt mir auch nicht. So. Jetzt habe ich vorhin da irgendwie einmal meine Arme über den Haufen gerannt und meine Schaufel. Aha, da liegt die Schaufel rum. Drüber gestolpert. So. Ach, ihr wäre euch auch nicht. So, ich habe gesagt, ich zeige euch noch, was ich da zusammenmische immer. Von meinem Schrot. Da sehe ich ja drin einfach da noch. Da habe ich meine Abwegschaufel. Und so schaut das Ganze aus. Kommt auch Schaufel neu. Kommt noch eine Schaufel neu. Und kommt noch eine Schaufel neu. Wie gesagt, der Anne, der mampft ja unten dummerweise auch immer ein wenig mit. Und holt sich ja dann auch was, weil ich meine, ich konnte bis zum Schluss stehen bleiben. Bis. Na!
bis die Oma komplett wegfressen hat. Ich lasse natürlich dann auch wieder rein, weil ich stehe zu früh um 5 Uhr auf und wenn du dann da unten noch eine halbe Stunde warten darfst, bis die Madame vielleicht am aufgegessen hat. Ja, das nervt dann doch ein wenig. Also gebe ich hier immer quasi so 5 bis 10 Minuten Vorsprung, wo ich Salat fressen lasse und dann mache ich wieder auf, dann kann der eine auch mit rein. Und der Ben hat zu mir gesagt, der hat so 2 Kilo eigentlich gekriegt. Ein Kilo früh, ein Kilo abend. Ich gebe es jetzt immer zu früh. Und über den Tag dann immer noch das Gemüsezeug dazu. Ich denke, das ist relativ ausgewogen. Das müsste funktionieren. Machen wir das Licht aus. Komm. So. Das ist relativ ausgewogen und müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Ja. Schauen wir halt einmal. Merklich abgenommen hat es auf jeden Fall nicht und das ist ja das Wichtigste. So. Adele, du willst wohl nichts essen. Ach du Hobbelgas. Ja, mu. Nie geh, aber was essen. Dusselig. Du kannst hier auch nicht helfen. Genug Hai ist das. Und wenn es auch nicht geht, da muss er jetzt dann schon durch. Die wird sich schon auch nicht mit den anderen, denke ich. Das wird früher oder später auf jeden Fall klappen. Und ja. So, jetzt war. Und dann werde ich sich mit denen arrangieren und gehe damit in einen Stall. Wie gesagt, jetzt ist es immer abwechselnd mit denen zwar. Einmal ist die Emma drin am Stall, dann geht sie nicht rein. Und einmal ist sie drin am Stall, dann geht die Emma nicht rein. Wie gesagt, ich kann da auch nicht helfen. Da müssen sie sich schon selber einig werden. Okay? Du! Adele! Jetzt habe ich da schon extra was rausgeschmissen und lässt das auch wegfressen. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Dann musst du so lange Hunger leiden, bis du selber reingehst. Also mehr als hier vor den Nosen schmeißen kann ich echt nicht. Und wenn es auch Hunger hat, der Hunger wird schon dann überwiegen, denke ich mal. Also für Hunger lasse ich es auf keinen Fall. Keine Angst. Aber die soll sich jetzt dann auch nicht einbilden. Sie kriegt das Futter hinterher gedrungen. Das mache ich auch nicht. Aber ich habe auch was bis jetzt da. Klar, wenn sie jetzt dann gar nichts fressen geht, dann würde ich wahrscheinlich schon mal eingreifen und die ein paar hinlegen oder was, aber im Moment, so langsam, wie gesagt, noch mit der Emma abwechselt, gibt es ja noch einen Stall rein. Jetzt muss er halt bloß noch lernen, dass wenn es innen ein Hai gibt, dass er dann auch gleich direkt rein geht. Aber das wird früher oder später auch noch. Ich mache mich nicht verrückt. So. Meine Arme verschrut habe ich jetzt da. Da brauchen wir jetzt ein paar Wasser. Das ist jetzt wieder so ein Chaos. Kamera halten und Wasserhorn aufdrehen. So, das Mischungsverhältnis. Das ist da einfach schöner Ladung drauf. Heute früh war es ein schöner Frumpf. Das quillt ja dann noch ein wenig. Das ist eigentlich wie Brot backen. Schaut jetzt unheimlich wässrig aus mit unheimlich viel Wasser über der Haben und der Wasser. Das saugt auf alle Fälle gut auf. Jetzt ist wie gesagt richtig wässrig. Und morgen früh haben wir da wieder einen richtig schönen Pfropf. Und ein richtiges feines Futter für meine Säu unten. Ja. Haben wir einen Rundgang bei denen gemacht. Sonst ist nicht mehr passiert. Sonst gibt es auch nicht mehr zu sagen. Hinten bin ich leider nicht fertig geworden im Dachboden. Aber das war da gut. Ja. Wenn einmal ein wenig mehr Zeit ist, wie gesagt, war das high wichtig. Aber wenn ich ein bisschen mehr Zeit oder wieder ein wenig Luft habe, dann war da hinten gut sauber gemacht. Und dann war ich ja einmal da hinten ein wenig umrahmen. Ich habe gesagt, da kommen dann die Fässer auf. Die, wo jetzt unten stehen. Ja, die muss ich dann auch umfüllen, zwangsläufig.
muss die Fässer leer auftragen und muss das Zeug dann wieder oben in die Fässer reinkippen. Mal schauen, wie ich das anstelle. War ein wenig aufwendig, aber ja, war alles. Wie gesagt, jetzt kann ich auch nicht zertalen. Ich gehe auf die Arbeit auch noch. Und dann macht man sowas halt nebenbei, so wie es halt gerade passt. Gut, das war's dann auf alle Fälle für den Vlog. Ja, der 200 Asch da ist da mit der Nase end. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann voraussichtlich am Freitag wieder. Voraussichtlich sage ich das welche, weil ich nicht weiß, ob ich Lust habe. Weil ich denke, ich mache jetzt meine Videos einfach nur noch so, wie ich lustig bin. Weil alles andere hat ja schon Beschwerden gegeben. Weil ich mich da quasi so aufrege. Ach, ich tue mich da nicht ab. Wie ich Lust habe. Mal schauen, vielleicht kommt am Freitag ein Video, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt am Samstag wieder eins, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt der Stream. Wird sich alles zeigen. Machen wir keinen Stress. Bloß keinen Stress. Heute ist Montag und Montag ist schon doch. Montag ist schon Tag. Gut. Feierabend. Ich wünsche euch was. Servus.